Oh wow, ich komme wieder und die Quest ist fertig. Welche? Zwei sogar. Ey, guck mal, ich hab doch, wir haben doch Aluminium gebraucht. Scheiße. Ja, wir hatten doch mal Aluminiumprobleme. Oh, Hamburger. Und French Toast. Oh, das ist nice. Und es sind sogar drei. Mach die Base nicht zu viel kaputt. Das muss ich alles ausbessern. Du machst das doch eh. Es sind vier. Vier fucking Aluminium sitzen die ganze Zeit vor unserer Nase. Dago, hier draußen die Bären regelmäßig abernten, aus können wir Früchtekompott machen. Ey, die Tür kotzt mich an, ne? So. Setze ich die richtig. So. Ich mach mir jetzt noch ganz schnell eine Mattock und gehe wieder Holz farmen. Denn wir brauchen 9 Woodenhopper. Ich hol uns heute noch Dingsbums. Hühnchen. Mattock braucht ein Stick, das und Schaufelkopf. Schaufelkopf haben wir noch keine Golddings. Doch. Achso, nee, nicht Gold, Entschuldigung, nicht Gold. Nur die normale. Das und ich brauche noch sowas da. Das einmal. Das einmal. Ist hier noch ein bisschen was drin? Jetzt brennst du gerade was durch. Ach so, ja. Ist nicht so wild, lass es erstmal durchrattern. Haben wir noch. Ja, zwei Aluminiumbras haben wir noch. Nice. Die brauche ich dann. Die kann ich zusammen craften. Was machst du überhaupt gerade in der Quest? Nicht, dass wir die doppelte machen. Nee, ich tue gerade die Shared Bricks da draußen zusammen craften, dann stelle ich mir eine Mattock her, dass ich Holz fangen kann und dann auch gleichzeitig noch ein paar Hühnchen mitbringe. Okay. Für die Eier und für das Hühnchenfleisch. Und ich gehe schon wieder farmen. Lass es uns doch dann in der Timelapse machen, die ich aufnehme. Alter, wie viel machst denn du hier? Wie viel mal was? Achso, ein Stack durch. Einfach mal ein Stack. Da hinten ist noch ein Blockgießausgang, Dago. Ja, aber den kann ich nicht unbeaufsichtigt allein lassen, wenn du dabei bist. Da ist keine Dings dran. Ja, aber ich bin ja, guck, ich bin ja nicht da, was bringt's mir da? Das also? Heißt, anklicken und fertig. Und dann, wenn du wiederkommst, ist der Block halt drinnen fertig. Den musst du dann halt sowieso per Hand rausnehmen. Egal, ich lasse das gerne alles immer in Ingot-Form. Ja, bei mir muss es jetzt ein bisschen schnell gehen hier. Deswegen küpp ich die jetzt mal hier in Blöcken aus. Ja. Damit ich hier weitermachen kann. Jetzt noch ein Block. So, dann kann ich die. Davon brauche ich nur zwei. Frag mich, warum ich wieder drei gemacht habe. Und dann brauche ich wieder Kobalt, Adalit, bla bla bla. Kobalt. Oh, da muss denn das ganze Zeug hin? Wir hatten doch noch viel. Ach, da. Ich hatte nichts verwendet. Ne, das sah gerade so aus, als ob alles an Kobalt, Adalit und Dings Manulin weg ist. Also. Ja, ich hab die Dings-Quest jetzt auch fertig. So, davon brauche ich wieder.
wieder 3. Ach cool. 2, 3. Echt jetzt? 2, 3. Ja gut, ich hatte ein Dia vollkommen, hab zwar 3 Dias rausbekommen, aber das ist ja trotzdem lächerlich. Das, das und das da rein. Warum braucht das so lange? Hier oben noch die Lava-Dinger. Ne, die hast du schon reingeschmissen. So, 1. Ich hoffe, das reicht. Ne, das reicht natürlich nicht. Also brauche ich das, dann brauche ich davon 6. 4. Kannst du mir sowieso einen Kobaltbarren noch übrig lassen? Den brauche ich gleich zur Reparatur. Meiner Picke. Wird gerade ein bisschen schwer. Aber wir haben noch 14 Kobaltohr, die kann ich ja dann durchrattern lassen. Okay. Ja, und die ersten Kabel. Ja. CO2, ich wollte gerade den Cold Generator bauen. Rat mal, was man da wieder braucht. Gold. Ja. Ich hab Emerald. Swordblade Cast. Geht nicht. 7. 10. Hab ich noch 10 Gold? Ne, ich hab nur noch 4. Fuck it. So. Ach, hab ich gar nicht geschaut. Ike, wie viel Gold haben wir überhaupt noch? Kannst du mal kurz schauen. Gerade ungünstig. Ja, egal, ich mach die Picke eh noch kaputt und dann komme ich zurück. Das hier. Genau. Dann gehe ich jetzt auf Menulin. Vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So. Ach, das wird ein Spaß werden. Wenn ich dann hier alles schön baue. Jetzt noch Adai, das sind 2, 4, 5, die ich brauche. So. Ich hau hier gleich alles rein und fertig. Kann man gleich alles durchrattern. Das machen wir so. Warum ist Flint in der Erzkiste drin? Kommt bei mir aber auch immer in die Erzkiste. Bei mir halt auch. Aber ein Nebenprodukt. Es ist trotzdem. Ja, bloß wir haben ja. Unten in der Kiste ist auch Flint drin und jetzt hat man es halt zweimal auf Kisten verteilt, was irgendwo. Irgendwie ist es sowieso komisch. Du hast oben auch deinen ganzen Krempel in die oberste Kiste eingeworfen, den du auch unten einsortieren hättest können. Weil Knochen sind doppelt jetzt dort und. Da oben? Hey, da ist gar nichts drin außer Stein.
Da war vorher noch der ganze Krempelschrott, wie. Das weiß ich. Nee. Noch ein halben Ball. Da hast du dich vielleicht verguckt. So, in der einen sind jetzt Roherze, in der anderen sind. Die fertigen Erze. So, hier ist dann ein fertiges Lied. So. Ja gut, ich komme auch nicht weit, ich habe auch nicht mehr genug Gold. Ja, wir machen gleich zusammen eine komplette Farming-Tour. Und dann passt das schon. Hier anschalten, dann kann ich das Kobalt reinhauen und dann können wir losrattern. Ich brauch auch Gold. Musst du ja noch die. Genau, du brennst Kobalt gerade. Ich muss ja meine Picke noch reparieren. So, die hat 512 Durability. Ist ja lame. Meine, oder welche? Was? Ich mach gerade eine Mad Hawk. Achso. Kannst du mir mal kurz vorlesen, was deine Picke für Durability hat? Durability 1868. Da ist ein Diamant drauf. Oh Gold. Das ist ja noch weniger hier. Attack 11,55. Okay. Dann mach mal die so, dann kann ich das hier auch wieder einschmelzen. Und wie viel Mining Speed hat die? 13,78. Ah ja, du hattest ja einmal abgegradet, oder? Yep. Willst du die auch mit meiner vergleichen? Kannst gerne einfach deine Werte mal sagen. Maximale Durability 1795. Auch mit einem Diamant wahrscheinlich. Genau, und Mining Speed von 7,52. Was? Ja. Warum nur 7,52? Sehr langsam. Weil ich da kein Kobalt drauf habe. Ach so. Und auch kein Redstone. Was ist das für ein Block? Kobalt. Ja, ich schaue hier gerade durch. Jo. Also 13 Minuten ist die Aufnahme. Irgendwas Produktives muss ich jetzt noch machen, bevor ich die Timelapse anfange. Hier. Irgendwie einen Markt besorgen. Pieps. Ich hab einen Emerald. Wenn ihr wollt, ich nehme dafür Gold. Haben wir noch Bronze? Welches. Oh! Darko, nächste Quest ist gleich fertig. Was? Welche machst du denn jetzt? Die da. Also. Gibt halt wieder Fressalien. Ja, Melonenjuice. Na, Peer Juice. Ich hau mir das gleich ins Backpack rein. Meine Lunchbox ist voll. Ah, die hat doch nur 9 Slots, oder? Yep. Na, ja, der Backpack hat ein bisschen mehr. Ja, gut. Backpack ist bei mir für was anderes da. Hast du die Holzhoppe, hast du dich darum schon gekümmert? Hat die ihn dir zugeworfen, den einen? Ich brauch 9. Und ich habe keinen im Gepäck gehabt.
Dann ist der eine vielleicht in irgendeiner Kiste oder der eine war für was anderes. Für die Schmelze war der eine. Ja, das glaube ich auch. Dann nicht. Dann ist es an mir vorbeigegangen. Weil ich dann nämlich unterwegs. Ich gehe jetzt nochmal in das Dorf. Gucken, ob das ausreicht, was ich hier am Fleisch habe. Dass wir wenigstens an 2 Emeralds kommen oder 3. Und dann würde ich halt unterwegs Hühnchen mitbringen. Weil ich glaube, für einen Tinkersbogen oder sowas brauchst man ja die Federn. Du brauchst eine, um einen Pfeil zu craften. Ja, dann haben wir noch die Eier und das Fleisch, dass man alles wiederverwerten kann. Kann man hier eigentlich eine Picke und Zerstörer machen? Ja. Wenn du genügend Modifier frei hast, brauchst du 5 Stück dafür. Ja gut, vergessen wir es wieder. Du kannst aber Craft-Modifier craften. Guck dir das Rezept an. Project E halt. Und zwar voll Project E. Was ist bitte wir Project haben kein E? EMC. Oh, die Mod die EMC hinzufügt, aber es gibt kein EMC. Jetzt wird es dir am EMC deaktiviert. Schade. Das hat dann auch wieder einen bestimmten Grund. Ja, du könntest, Der liegt bei 16.000, glaube ich. Ja, es ist ein Emerald. Ich glaube, 8.000 war ein Diamant. Ist ein Emerald echt höher? Emerald ist das Doppelte von Diamanten. Das weiß ich nicht. Ich muss ja auch nicht alles wissen. Das weiß ich deswegen, weil ich bei Sky Odyssey und Sky Adventures die ganze Zeit mit Emerald Chicken arbeitete im Early Game, weil die meisten ihren Ziegehalt haben. Aber eigentlich du kennst EMC einfach, was man machen kann, oder? Du. EMC ist dafür da, jeder Gegenstand hat einen Wert und mit einem bestimmten Crafting Table, nenne ich es jetzt einfach mal, kannst du die EMC-Werte speichern und dir dafür jeden anderen Gegenstand kaufen. Ist ja sozusagen eine Art Währung. Also wenn du zum Beispiel dir hingibst, kannst du dafür hunderte Stacks Obi kaufen. Ist aber irgendwie lame. Das ist meine Ansicht jetzt. Ich hab's dann lieber ein bisschen schwieriger. Du kannst an sich... Oh, warte, 8192 ist, glaube ich, der Wert von einem Diamant, wenn ich jetzt richtig im Kopf gerade spontan hab. 8192, ja. Hab ich gerade nachgeschaut. Ja. Warum weiß ich sowas? What the deal? Achso, du hast mit dem Villager getradet. Yep. Woher weiß ich den exakten EMC-Wert von einem Diamanten? Okay, ich muss mich hier irgendwo runtergraben. No. Weil er auf immer Kohle will. Erst Fleisch und jetzt soll er auf immer Kohle haben. Ja, du, no, da trade ich doch gleich noch ein bisschen mehr. Na klar. Ja, ich brauche. Jedenfalls. 2 mindestens. Ich weiß, dass Cobblestone zum Beispiel einhat und du könntest deswegen mit 8192 Cobblestone dir einen Diamanten ertraden. 10 Gold für den Emerald. Oder andersherum, für einen Diamanten. Ja. Habe ich auch schon gemacht. Was? Warum? In Sky Adventures gibt es verschiedene Startinseln, also die du, wenn du im Singleplayer startest, auswählen kannst. Und eine davon ist, du startest nur auf einem EMC-Table. Mit einem Buch auf Alkahest oder so im Inventar, wodurch du dir aussuchen kannst, welches Buch von den ganzen Büchern, die zur Verfügung stehen, in dem Modpack du haben möchtest. Und das tauschst du gegen das Draconic Evolution Tablet. Es hat irgendwie einen C-Wert von 16.000 und holst sie damit Dirt raus, um dir eine Insel aufbauen zu können. Eigentlich wäre der EMC oder MC-Wert für eigentlich recht gut. Der will ja immer noch seine Steinquest kriegen. Die mache ich. Die wird in dem Projekt. Ist das A und O bei mir heute, dieses Mal? Das schaffst du nicht. Oh, doch.
Gibt es überhaupt weltweit einen, der es geschafft hat? Ja, muss es geben. Diesen Quattro Tausend Cobblestone. Den Quadruppel oder den Octuppel? Ach, da wo der Milliarden von brauchst. Ich weiß jetzt nicht, wie der heißt. Also den, Unter welcher Sparte ist das überhaupt? Das allerletzte muss das Globe sein. Den, du brauchst 4 Octuppel Cobblestone für den Creative Modifier. Du brauchst die generell, weil die sind für die Creative Sachen vonnöten. Octuppel Compressed Cobblestone braucht man? Octuppel Compressed Cobblestone. Du brauchst 4 davon, um 4 Creative Modifier herzustellen. Ach du Scheiße. Oder 4 Stück davon, um eine Creative Watering Can herzustellen. Die haben sogar noch einen Sinn? Ich dachte, das wäre einfach nur eine Beschäftigungstherapie. Fuck, wie ist es noch gleich? Wo ist der? Oh, ja, da. Was hast du gesagt? Wie viel brauchst du? Wie viel Emeralds? 34 Millionen. Oder so für den Octuppel Compressed. Und davon wiederum für die Quest nochmal 4000 irgendwas. Wohl bemerkt. Wo war denn jetzt der hier. Was du hast? Nee. Nee. Du auch? Warte mal, was gibst du für ein Buch? Holding 3 sagt mir nix. Ist ein Modded Dings, ich weiß auch nicht, was es gerade macht. Bei vielen weiß ich's da leider nicht. Also ich habe irgendwie zurzeit ein bisschen Goldpech. Also ich an sich auch. Ich habe gerade eine Golderzader gefunden, die einfach aus einem Gold bestand. Ah, oh, hatte ich heute auch schon. Schön nicht, oder? Freut man sich. Ja, vor allem das Lustige ist, ich brauche noch exakt einen Gold zu dem Zeitpunkt, um die nächste Quest fertig zu machen, nämlich den Coal Generator. Also so schlimm war es jetzt nicht, dass es nur einer Dings ist. Welche Quest hast du eigentlich jetzt schon alles? Ich gehe an sich komplett nur die Main Quest rein durch. So, nochmal, wie viel Emeralds brauchst du jetzt genau? Ich persönlich 9. 3. Und tschüss, Zeltron. Wenn man ihn nicht hört. Dann stell deine Soundwörter. Hä? Nee, im Sinne von anlaufen hört. Hä? Da oben pümmelt einer rum. Aber wir werden doch safe für Quests später noch viel, viel mehr brauchen. Was, Emeralds? Ja. Wisst ihr, ich hab gerade 5 im Gepäck. Aber irgendwie... war irgendwie, dass man Enchant, also für irgendeine Quest brauchte man Enchant, 4 Enchant Emerald Blocks. Da ist wieder Kohle. Naja, ich versuche jetzt hier noch zu traden mit Kohle bis zum geht nicht mehr. Ja. Gucken, wie lange das noch dauert. Nickel Ohr. Weil der will 16 Kohle für einen Emerald haben und oh, hier gibt es noch mehr Kohle, sehr gut. Da unten gibt es sogar noch Eisen. Ich bin fleißig am Traden, am Farmen. Ja, wenn du Marble findest, mitbring bitte. Habe ich im ganzen Projekt noch nicht gefunden. Wofür brauchst du Marble und wie viel? Stackweise zum Bauen. Ich will ich mal sammeln, weil ich habe bei mir Marble. Komm mal her, Creeper. Das ist meine Kohle hier, die kriegst du nicht. Die will ich alles handeln. Ist
Ich bring dann auch noch ein bisschen Eisen mit, was ich hier finde. Ja. Weil wir diese komischen Dinger mit diesem Zahnrad noch oft genug brauchen. Nicht nur das, wir brauchen ja einige Stacks für den Kascha alleine. Aber wenn wir den haben, plus ansatzweise gute Stromversorgung, aber doppelte Erze, das ist wenigstens schon mal positiv. Und dann brauche ich vielleicht nur noch halb so häufig in der Mine wegen Gold. sag das nicht. Wie viel habe ich jetzt? Ein Stack und eins an Kohle? Der Void Miner muss welcher Stufe sein, damit er Gold finden kann? Drei oder vier? Egal. Nee. Ach, jetzt ist es nicht egal? Nee, leider nicht. Zwei, drei oder vier? Das haben sie auch alles geändert, CO2. Genau, zwei. Ja, guck dir mal die Rezepte davon an. Ich habe mich da schwer getan bei dem. Aber ich habe den, glaube ich, nie auf Level 3. Doch, ich hatte ihn auf Level 4 sogar schon. Und ich habe immer zwei gebaut. Olaf war der, der nie so weit gekommen ist. Ja, und ich auch nicht. Ja, du hast ja ein ganzes Stück später angefangen und irgendwann hat man dann halt alle keinen Bock mehr. Ja gut, und alleine hat man auch den Nerv dafür nicht. Ja. Ich habe mich durch das Streamen noch ein bisschen lange gehangelt, aber irgendwann ist dann auch... Brauchen wir noch Tin? Immer. Gut. Wird irgendwann echt noch wichtig, soweit ich weiß. Ja, weil ich nehme jetzt alles das, was weitestgehend gebraucht wird, mit. Mir geht es jetzt erstmal draußen um die Emeralds. Wenn ich mit 10 Stück Häme komme, bin ich froh. Aluminium haben wir hier. Da ist wieder Kohle. Oh, da ist Zertusquarz. Marble. Fuck star, dance until I drop.